Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Need for Speed Payback. Wir sind zurück. Heute mal mit unserem Track Mustang. Habe ich ein bisschen umgebaut, noch zwei Leistungsteile reingeklatscht, damit wir die nötige Stufe brauchen, beziehungsweise haben. Einfach mal hingefahren. Starten auch mal direkt. Damit ich halt so ein bisschen am Ende mehr Zeit habe. Axt zu sammeln. Rath, bitte, tu nicht so, als wäre das mein erstes Rennen. Drag ist was anderes. Ich kenne viele Spitzenracer, die schon in den ersten Läufen zu viel wollten und überdreht haben. Wenn du so besorgt bist, wieso kommst du dann nicht zum Rennen und gibst mir Tipps? Ich passe. Letztes Mal, als du mich hier weggelockt hast, musste ich genäht werden. Verstehe. Selbst wenn du keinen optimalen Start erwischst, kannst du immer noch aufholen, indem du perfekt schaltest. Alles klar. Perfekt. Vor allem das Auto. Du kannst der beste Fahrer der Welt sein, aber ohne richtige Hardware wirst du chancenlos. Wenn du also ständig verlierst, wird es Zeit für ein Upgrade. Und da kommst du ins Spiel, Rath. Wir bringen die Kiste schon zum Schnurren. Die Schnutte jetzt schon ziemlich gut. Sind auch gleich da. Ach ja. Jetzt sind wir im langsamsten Wagen unterwegs, den wir jemals hatten. Wenn man in Silver Rock fährt, ist jede Viertelmeile ein Kampf. Wir setzen vom Burnout bis ins Ziel alles aufs Spiel. Ich bin Big Sister und das hier ist der Riot Club. Du fährst einen Dragster, gehörst aber nicht zu uns. Wer bist du? Du könntest ein Hausspion sein, der meine Crew unterwandern will. Ich heiße Morgan. Du bist Tyler Morgan? Du kannst mich Big Sister nennen. Was will das Haus von euch? Du stellst wirklich gefährliche Fragen, Morgan. Beweis mir, dass du das Zeug hast, mit dem Riot Club zu fahren. Dann reden wir. Alles klar, wird gemacht. Dauer von 2 Sekunden, ja. Ja, ich weiß, was zu tun ist, glaube ich. Ja, das ist ja schon mal okay. Das war okay. Einmal verschaltet, aber okay. Jetzt mache ich den Sack zu. Zack. Das mit dem Wheelie habe ich nicht so ganz hinbekommen. Da fährt der Wagen anscheinend doch noch zu wenig Leistung. Ausgezeichnet. Ja, das ist der Teil am Morgen, von dem ich gehört habe. Ja, das mit dem Wheelie. Schade. Aber egal. Ist nicht so schlimm. Also, Big Sister, hm? Cooler Name. Er erinnert die Crew daran, dass ich in dieser Familie das Sagen habe.
Außerdem legt man sich nicht unter seinem richtigen Namen mit dem Haus an. Dem Haus? Ja. Wir sind auf dem Weg in den Casino-Bezirk, um ihm zu zeigen, dass sich der Riot Club niemandem beugt. Bist du dabei? Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde da sein. Er läuft. Boah. So 200 km/h Topspeed müsste eigentlich ausreichen. Beschleunigung ist halt wichtig. Wow. Oh, 2 Sekunden Wheelie. Also Big Sister, was hat dir das Haus getan? Erstmal mir wieder Hintergrundgeräusche sind, ist halt dafür möchte ich mich jetzt nochmal will ich mich entschuldigen. Das schafft's nicht. Oh, läuft. Das läuft. Ein Sieg noch, dann war's das. Ja. Oh. Er hat einen Wagen mitgenommen. Genau so macht man das. Ah, Blockstufe 2 ist okay, es ist aber auch nicht so der Renner. Klar. Das sind ein paar gute Background-Infos. Ramme keine anderen Fahrzeuge. Okay. Blöde Mustang da halt noch im Weg vor mir war. Mann, ist das ärgerlich, ey. Das ist auch eine geile Idee, es ist da unten drunter einfach so, ja,
Das ist die Rennroute. Ja. Finde ich gut. Kann man nicht so viele Fehler machen. Hilfe. Jo, ist ja wirklich schon fast zu Ende. Holy shit. Es ging aber schnell, das Rennen. Da wird der leider verloren, aber das passt schon. Das passt schon für 2. Ja. Also, beim letzten Mal meintest du, die Lage sei schwierig. Immer wenn wir gegen das Haus vorgehen, ist die Polizei vor Ort. Soll das heißen, das Haus besticht die Cops? Erschütternd, was? Das ist nicht mehr unsere Stadt. Niemand ist mehr stark genug, um sich zu wehren. Das ist nicht mein Problem. Mir geht's um Navarro. Na dann, bis zum nächsten Rennen. Was anderes interessiert dich ja nicht. Oh, ist da jemand mad? Aber nicht leid. Mal wieder 2 Sekunden, Wheelie. 3:0 für mich, Big Sister. Machen wir ein 4:0 draus? Laber nicht, gewinn erstmal. Nice, hat er nicht geschafft. Es wird ein bisschen enger. Okay, machen wir so weiter. Heilige Maria. Er wird echt knapp jedes Mal. Danke los, komm schon, Ladezeiten. Schneller. Jetzt bring ich's zu Ende. Gewonnen. Mich schlägt niemand. Ja, was bist du? Ah, na endlich. Nitro-Bonus. Alles klar, weiter geht's. Ja. Da muss auf jeden Fall nochmal Leistung rein. Die Cops haben meine Crew im Visier. Wir müssen uns eine Weile bedeckt halten. Ach komm, lass mich nicht hängen, Big Sister. Na schön. Wir können vielleicht nicht raus, aber ich habe trotzdem eine Herausforderung für dich. Dein nächstes Rennen fährst du gegen die Uhr. Mm-hmm.
das noch mit. Warte mal, ist da kein Block gewesen? Ne, schade. Der Block wäre ganz gut gewesen. Aber nein, das haben wir gerade nicht zum Kaufen. Aber du bist ein Zeitfahren. Dann brauche ich ja nicht auf Beschleunigung gehen. Geschwindigkeit von 210 km/h. Mach ich. Dich erwartet die Trainingsstrecke des Riot Club. Und einmal da raus, okay, dann halt, oh Gott im Himmel, Drag Cars, Alter, die lassen sich so beschissen lenken, ey. Muss ultra viel mit Handbremse machen. Alter Schwede, ey. Drag Cars sind so scheiße für die normale Straße, was Kurven betrifft. Es ist so ein Krampf. Kilometer noch. Jo, das ist ein schöner Sprung gewesen. Nice. Abgeschlossen. Schön. Ich pack's nicht. Ja, bis auch kein Paket zu. Steller. Oh, nice. Hydrobu. Schön. Eieiei. Geht's dir immer noch? 180er Rating. Oh Gott. Mal gucken. Für etwas. Das Haus macht aus uns Racern Spielzeug, auf das reiche Leute wetten können. Wärst du ein echter Kämpfer, würdest du was dagegen tun? Mir geht's um Navarro, nicht um die Rettung der Stadt. Ich bin doch nicht verrückt. Doch, und ich werde es beweisen. An die nächste Strecke traut sich meine Crew nicht ran. Zu riskant. Aber ich wette, du schon. Fahr gegen mich. Ja. Ernsthaft, Stufe 3? Wie oft soll ich denn hier noch drehen, Alter? 27 Jahre, oder? Es geht in so langsamen Schritten voran. Holy shit. Du könntest ja fast bei einschlafen.
schon gibt mir einen guten Bonus auf die Abgasanlage. Sprungbonus braucht kein Schwanz als Dragster, ne? So. Einmal bitte nach da oben. Alter, Snoss kickt schon ganz gut rein, ey. Der Sonnenaufgang verrät einem, was für ein Tag bevorsteht. Heute vermutlich ein Racing-Tag. Achso, hätte ich gar nicht gedacht. Obwohl wir Fliegen besiegen müssen. Aber. Ja, nee. Okay, das war nicht geplant. Egal. Egal. Ah ja. Auf der Karte hat man bei dem Fall nur noch am Rutschen gesehen. Hat das überhaupt Sinn gemacht? I don't know. Let's go, jump. Normal jump. Und Big Sister. Easy clap. Ja, verdammt. Yes. Abgeschlossen. Focus RS, nice. Nice, nice. NSX, geil. Civic, alles okay. Siehst du, hab ich doch gesagt. Du bist genauso irre wie wir. Ich geb's nicht gern zu, Big Sister, aber du hast vielleicht recht. Du hast Fans, Tyler. Was du tust, Mann, könnte hier wirklich etwas verändern. Schon klar, es geht wohl tatsächlich um mehr als Navarro und meine Crew. Ob es mir gefällt oder nicht. Die Stadt braucht dich, Tyler. Tu, wozu wir anderen nicht den Mut haben und du wirst sehen. Wir alle werden dir folgen. Holen wir uns die Stadt zurück, Tyler. Ja. Ja, dafür. Stadt zurückerobern. Aber was ich zuerst erobern will, ist, ja, sind die Restaurationsteile für den Chevy.
Trucks. Heavy. Joa. Dann hier ungefähr ein Tipp halt dahin. Jeet! Aua! Da sehe ich schon was. Ich fliege. Eingesammelt. Dann auf zum nächsten. Weiß wo das ist. Nein. Muss auf die Autobahn 8. Da? Die Frage. Ach, da unten. Gehe ich mich mal nach da unten, weil dann können wir auf dem Weg da noch eine Tankstelle finden. Gar nicht mal so scheiße ist. Oh je. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich die ganzen Blitzer und Sprünge und schieß mich tot auf 3 Sterne machen soll in einem Livestream für YouTube. Also in Livestream, den ich auf YouTube bringe. Ja, nice. Direkt 2 Sterne mitgenommen. Was ist das? Da ist die besagte Tankstelle. Doch hier abbiegen. Der New Haven Lake ist vermutlich der friedlichste Ort hier oben.
Nice. Teil gefunden. Boah. Mal dahin. Oh, fuck, wo war's denn? Ist da gewesen. Das habe ich noch nicht aufgehabt. Ja, gut, dann, ja. Könnte ich mir mal, kann ich mir das mal von da losfahren? Höher und weiter! Geht! Da ist doch noch ein Tanke. Ah, ich mag die S2000. Ziemlich geile Karre. Nein, ach fuck. Dann werde ich diesem Street Racer mal zeigen, wie man richtig fährt. Ja gut, dann haben wir jetzt noch Wrack vom Chevy gefunden. Das stammt von einem C10 Chevy Picker. Das wäre was für Mac. Da habe ich was gesehen. Nice one. Und einmal das hier. So, wo bist du denn? Müsste hier sein. Dann geh ich doch mal hin, ne? Bam, 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 bam. Ja, neue Tuning-Angebote, das interessiert mich gerade eher weniger. Okay. Das war dumm. Es hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass ich da Nitro zünden muss. Ach, fuck it. Auch gerade so geschafft. Um den 55er Bel Air zu bauen. So, dann können wir eigentlich den hier gleich noch machen. Wird's wieder zwar eine längere Folge, aber
Find's auch geil, Chevy zu bauen. Und zack. Das machen wir im Schnelldurchlauf einfach. Kaputtes Auto. Nicht mehr kaputt. Ich glaube, ich habe noch nie wen in dieses Besucherzentrum gehen sehen. Ja. Ist dann anscheinend sehr gut. Ich hab gedacht, es wäre ein Blitzer gewesen, aber dabei war es kein Blitzer. Hallo, Dark! Oh. Und zack. Was bist du denn? Auf der oberen Hälfte. Oh! Schild habe ich schon. Einmal nach unten, bitte. Habe ich was gesehen? Da muss ich hin. Hat so geschafft. Das läuft doch. So tippe ich mich einfach mal dahin. Plakatwand habe ich auch schon. Weiter.
Scheiße, wie komme ich da hin? Ja, komm aus dem Quark. Schalt mal hoch. Hilfe. Hilfe. Ernsthaft. Das hört sich nicht gesund an. Nice. Okay, dann noch da unten. Hier ungefähr. Nice, kann ich mir direkt hinter. Perfekt. Hier muss doch irgendwo eine Rampe sein. Ja, da ist eine Rampe. Nice, dann hätten wir jetzt auch noch alle Teile für den Chevy C10. Ich wette, das reicht, um den C10 Chevy Pickup aufzubauen. Nice. Dann probieren wir beide noch schnell. Folge auch wieder zu Ende. Du hast was Interessantes gefunden? Soll ich es mir mal ansehen? Offroad. Aktuell nicht verwenden. Und wolle ich auch mal zu Offroad. Nice. Das hätten wir. Gut, dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Gib gerne eine Bewertung ab. Würde mich sehr freuen. Guckt auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.